Sie vertrieben sind. Ja, die innere Sicherheit war Thema einer Veranstaltung der CSU im Gasthaus Huber in Moosburg. Nach der Begrüßung durch Landtagskandidat Florian Herrmann nahm Staatssekretär Jürgen W. Heike zunächst einmal die üblichen Verdächtigen ins Visier: islamische Islamisten und ausländische junge Gewalttäter. Allerdings hatte der Staatssekretär noch eine weitere Gefahr für die innere Sicherheit entdeckt: die Hells Angels. Vor Jahren hatten wir mal in Norddeutschland und insbesondere in Dänemark die Hells Angel. Der ein oder andere wird sich noch erinnern, diese Freaks mit ihren Motorrädern. Zunächst, da waren wir beide ja dann harmlos gewesen. Sie schon eher, aber bei mir ist es so schon gar nicht. Gut, aber sagen wir es mal so, die waren zunächst mal Motorradfreaks. Und dann sind die unterwandert worden. Die später dann auch mal bei den Fußball-Hooligans waren, die sind unterwandert worden von absolut Kriminellen. Und dann waren plötzlich diese Kämpfe in Dänemark, sind die fast ein Bürgerkrieg gewesen, zwischen den Hells Angels und den Banditos. Das hat dazu geführt, dass dann die Polizei in Gesamteuropa massiv eingegriffen hat und das mal aufgeräumt hat. Das war dann für 10 Jahre etwa in Ordnung und jetzt plötzlich höre ich, dass in Kanada drüben sich neue Organisationen, Hells Angels, wieder gegründet haben. Die haben innerhalb von weniger als 5 Jahren den Gesamtrausch gefahren und die hat gekriegt. Machen auch noch so Erpressungen, Schutzgeld und solche Dinge. Und was das Wichtige ist, sie sind jetzt, wie halt alles globalisiert, auf dem Wege, sich auch in Europa freizumachen. In Spanien gibt es schon so eine Zelle. In Deutschland hatten wir vor wenigen Monaten eine Situation, wo wir vermuten, dass es sich um einen Auftragsmord handeln soll. Das Opfer haben wir aber noch frühzeitig warnen können. Das sage ich jetzt auch nur unter uns hier. Sie werden nur Mitglied bei den Hells Angels, wenn Sie einen von dem Präsidenten dieses Clubs auserkorenen umgebracht haben. Das hat natürlich zur Folge, dass dort keine Fahrleute eingeschleust werden können. Das hat seinen Hintergrund. Und das ist Kriminalität im Jahre 2008. Müssen wir dagegen auftreten, da müssen wir halt wirklich massiv alles machen. Und wir haben einige Dinge, die für uns sehr wichtig waren, und das haben uns die Kanadier auch bestätigt. Wir gehen knallhart vor. Ich komme da beim Terrorismus nochmal drauf. Es geht so weit, dass wir das Geld einziehen. Und bekanntlicherweise ist das Geld die empfindlichste Maßnahme, die man packen kann. Und dabei ist es auch tatsächlich so, dass in Kanada zum Beispiel, die innerhalb von weniger als einem Jahr 2,4 Millionen kanadische Dollar kassiert haben. Dann haben sie Häuser regelrecht geschleift. Das waren die früheren Bankenzentralen. Die wurden dann auch dem Erdboden gleich gemacht, damit es gar nicht wieder irgendwas gibt. Sie sehen also, man muss dann auch mit unpopulären Mitteln, nenne ich es jetzt mal, aber mit wirksamen Mitteln, also kann man loslegen.